Heute bei Vancamper 65. Feuer nicht ja fürchterlich bestraft worden. Hallo und herzlich willkommen bei Vancamper 65. Heute ist Freitag, der 15. Juli. Es ist kurz nach 3 Uhr und ich hole die Schippe ab. Anschließend fahren wir dann nach Grauchenwies und morgen verbringen wir dann mit Freunden einen schönen Tag in Aulendorf. Was da gerade so hupt, ist mein Autoskop, wo nämlich sagt, dass ich fahre. So, wir holen jetzt die Schippe ab, mal sehen, ob wir sie finden. Und da ist sie schon. Ich stelle mich da jetzt einfach mal mitten ran. Und da soll sie mal kommen. Da drüben ist sie. Und weiß wieder nicht, wo sie hin soll. Einsteigen wäre jetzt echt eine Alternative, weil ich stehe jetzt da mitten auf dem Busparkplatz. Ach ja, die Frauen. Hallo. Komm mal hinne. Ja. Bin zwar ein Bus, darf da aber nicht parken. So, da ist sie jetzt. Hallo. Und jetzt kann es losgehen mit dem Wochenende. Jetzt müssen wir noch in den Supermarkt. Für unseren Ausflug morgen noch ein paar Sachen besorgen, aber das kriegen wir hin. Also draußen ist wesentlich kühler als drin im Kochi, deswegen nutze ich jetzt mal schön, wenn man hier einkauft bzw. Chibi einkauft, dass man den Kochi mal ein bisschen lüftet, weil boah, da drin ist echt sauwarm. Wow, es hat schlanke 41 Grad. Und im Quoki tut es auch gut, wenn mal frische Luft reinkommt, nachdem man den ganzen Tag in der Sonne gestanden ist. Im Übrigen erweist sich da die Markisenkurbel als idealer Halter. Da haben wir nämlich unseren Teppich, den wir immer davor legen, dass wir ein bisschen, ja, so als Schmutzbremse, und die Picknickdecke haben wir da schön nachgehängt. Hebt einwandfrei mit diesen komischen Glättteilchen, das ist echt geschickt. Und neues aufgeräumt und von innen sieht man es nicht. Perfekt. So, Chibi kommt, noch geschwind vertrauensvollen Blick auf den Kassezettel. Tut sie zusammenrechnen, stimmt's? Tafelwein. Ja, sauber. Zimmer. In Tafelwein haben wir einkauft. Achtung! Zeig! Da, 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 da. Für 1,79. Ah ja, den probieren wir. Das Niveau sinkt. Ich habe Lust auf Korea. Oder wie man hierzulande sagt: Bambule. Bambule. Rotwein, süßer Rotwein, billiger süßer Rotwein und Cola. Und das gibt es heute Abend, weil da habe ich Lust drauf, heiß ist und es passt. So, jetzt sind wir hier an unserem schönen Platz in Dietershofen, Nähe Meßkirch, also so 5 Kilometer weg von Meßkirch ankommen. Privater Platz, 10 Euro, keine Versorgung, aber schön. Den haben wir, wie gesagt, gefunden über Park for Night. Und da haben wir jetzt mal unser Plätzle aufgeschlagen und da genießen wir jetzt den Abend. Die Ruhe vor dem Sturm, nämlich morgen ist Dreikampf angesagt. Das bedeutet Frühstücke, Wandern und Schwimmen. Und das Ganze belohnen wir dann abends mit dem Rittermahl. Mal sehen, wie wir das alles aufnehmen. Eigentlich ist es ein Vierkampf, ja. Chibi kann zählen. Und das ist die Aussicht dann. Und laut dem Mark, heißt er, glaube ich,
ganz nett, also quasi der Eigentümer hier, geht da dann die Sonne auf. Nee, unter. Unter. Also, wir warten. So, dann will ich noch geschwind euch ein bisschen den Platz zeigen. Also, da oben wohnt der Mark. Und das hier ist sein Platz. Hat er gesagt, den hätte er dann so Anfang 2020 hat er das da alles geebnet. Und da war auch ein richtiger Boom, dann über Park for Night sind Leute mal kommen, wie verrückt. Und jetzt dieses Jahr merkt er also schon, dass die Leute auch wieder auf Campingplatz gegangen, was ja gut für uns ist in dem Fall, denn wir haben den Platz für uns allein. Der Wohnwagen da unten gehört dem Mark und das ist top. Also es gibt auch wieder Entwicklungen dahin, dass Plätze frei werden. Zumindest mal die bei Park for Night, weil viele wieder auf den Campingplatz gehen. Auch eine Erkenntnis, die man nicht so jeden Tag mitkriegt. So, jetzt machen wir uns nur ein bisschen auf den Weg. Nur ein bisschen spazieren laufen. Also wir laufen jetzt raus aus Dietershofen und Richtung Renngetzweiler. Die Schilder hier, die sind auch schon ein paar Jahre alt. So sieht es zumindest aus. Und von ganz dahinter sind wir gekommen. Und Chibi wieder bei ihrer Instagram-Arbeit, damit ihr auch schön immer seht, was wir erleben. Aber die kleine Runde, die ist echt schick. Nur mal, dass ihr es auch gesehen, wir sind jetzt in Renngetzweiler. Ja, das haben wir geschafft. Biegt aber jetzt rechts ab. Ja, hallo. Ja, jetzt. Oh, jo, du machst ab. Grüß und Gott. Papierenkrach. Hm? Ja, das ist die Kamera, er kommt jetzt im Fernsehen. Alles gut? Oh ja, komm ich. Krabbeli, krabbeli. Boah, jetzt haben sich Gott sei Dank mal ein paar Wolken davor geschoben und es geht ein bisschen in Wind. Das ist so angenehm, aber jetzt sind die Temperaturen wenigstens mal wieder genießbar, gell, Schibi? Und jetzt sind wir wieder zurück von der Runde Dietershofen und ich sehe da vorne an dem weißen Giebel schimmert ein bisschen der Quoki durch. Und Schibi macht es gerade gemütlich da unten. Wollen wir mal gucken. Ui. Gefällt es dir ein bisschen? Herrlich. Ja, die Bänkle, die kennen wir ja schon. Die sehen wir ja gern mal bei den Wanderungen. Das war aber, wo wir im Schwarzwald mal gewandert sind, war glaube ich eine unserer ersten Wanderungen. Ich kann es euch ja mal oben verlinken. Da sind wir auf so einem Bänkle geguckt und da war es schwierig, Chibi wieder wegkriegen davon. Auf, esse! Sie folgt. Ich hab's mal laufen lassen. Aua! Komm, gehen wir. Komm mit mir gar nicht. Und es gibt auch moderne Häusle in Dietershofen oder wie es heißt. Und wir haben es geschafft. Da oben steht der Quoki. Und jetzt kochen wir was. Hunger. Musik.
dass ihr mal seht, was man da esset. Das sind Wraps mit Rührei und Käse. Leider müssen wir mit den Händen essen, weil wir haben das Besteck vergessen. Aber es geht auch aber so. Aber Fingerfood. Fingerfood. Und das bei der Aussicht. Ein guter. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, der 16. Juli, kurz nach 9. Für uns eigentlich nur ganz früh, aber wir treffen uns um 9:30 in Grauchenwies mit Freunden zum Frühstück. Das Wetter traumhaft, soll 30 Grad heute geben. Und wir haben ein bisschen was vor, habe ich glaube gestern schon mal gesagt. Und das alles für unseren Milan, der seinen 50. hatten. Hatte. Okay, also hatte. So, jetzt sind wir hier im Café Mahl in Grauchenwies. Und es geht langsam los mit dem Essfress. Wer hat vegetarisch? Wegle. Und was hattest du? Und das für 13 Leute. Auch eins, ihr kriegt jetzt wieder Pässe, glaube ich, zu selbst euren. Das hätte doch eine Menge Hohlstücke wahrscheinlich. Ja, welches Brötchen willst du? Ich öffne, warte, ich öffne. Und Chibi scheint leicht überfordert zu sein. Nee. Achtung. Mit Senf. Und also das war eine gute Wahl, hierher zu kommen. Wenn es ja auch ein bisschen Stress in der Küche. Aber es sieht lecker aus. Jetzt hat der Ritschi auch sein Essen. Schwäbische Frühstück. Und das Ganze für 6 Euro, da kann man echt nicht motzen. Wir sind verteilt. So sieht ein, was ist das? Wellness-Frühstück. Wellness-Teller aus. Die Wellness sitzt dann eher da unten, glaube ich. Also ein Bude. Am Nachbartisch eskaliert schon leicht. Und da waren wir jetzt im Backhaus Mahl in Grauchenwies. Es war lecker. Weiter geht's. So, jetzt stehen wir am Stegersee in Auledorf und aus aktuellem Anlass läuft jetzt die Leila. Wir laufen mal los, so ist es halt am 50er. Das erste Hindernis taucht auf. Aha. So ist. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Normalerweise macht bei uns jeder immer sein eigenes Ding, aber da tun sie mal zusammenpacken. Ich muss ja filmen, ich kann nicht hinhalten. Übrigens, der See ist jetzt quasi da drüber. Da laufen wir jetzt schön im Schatten so 2 Kilometer um diesen Stecker-Exe oder wie er heißt. Okay.
Gesellschaftsdemokraten. Positiv und Abzug. Also jetzt sind wir ca. 450 Meter gelaufen und haben schon der erste Stopp direkt am See. Da gehen wir jetzt mal rüber. Was, das ist das Sechsbänkle. Und jetzt gibt's Gruppenfoto. Komm. Nein, das tut doch nicht du. Und Schibi natürlich wieder so, wie man sie kennt. Aus dem Einwegglas. Ich denke gerade, ja, ich sehe doch keiner. Es schießt noch. Ja, ich habe nur Stecke. Oh, wenn ich mal einmal fickte, da hast du. Ich will auch noch einen Ball. Bäm, 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 bäm. Okay, es wird kurz fertig. Oh mein Gott. Keiner drauf. Eigentlich ist das Wetter schön. Aber wenn die Affe steigt, wird es noch schöner. Hier gibt es echt viel zu entdecken, denn im Unterholz ganz hinten irgendwo versteckt, ich weiß nicht, ob man es sieht, ist der Buddha. Der ist ja echt cool. Und dort ist der Weg. Das ist jetzt die andere Seite vom Bad. Und sprich, wir haben unsere Runde jetzt schon hinter uns. Es lichten sich auch ein bisschen die Reihen, also es zieht sich auseinander. Hier kommt die Nachhut. Ja, ja. Eine Runde haben wir hinter uns. Ich glaube, wir laufen auch bloß eine, oder Schibi? Was meinst du? Und jetzt gehen wir nochmal ins Auto. Dann wird umziehen. Und dann gehen wir baden. Und jetzt haben wir unser Plätzle aufgeschlagen am See. Wunderbar, ein bisschen chillen, wir waren schon im Wasser. Ich auch, deswegen sehe ich so nass aus. Selten, dass ich mal ins Wasser gehe, aber war jetzt recht schön. 26 Grad Wassertemperatur. Und jetzt chillen wir hier noch ein bisschen. Wir sind angekommen im Wellnesshotel Vita, wo unsere Freunde untergekommen sind. Und wir stehen jetzt hier auf P3 vom Thermalbad von Auledorf. Bisschen schräg. Nicht sehr schattig, 10 Euro die Nacht. Aber die restlichen Parkplätze für Camper gesperrt. Gilt wohl nicht für den Heilbronner da unten. Entweder hat er es nicht gelesen oder einfach nur dämlich. Also P3 nur für uns. Wir stehen jetzt da, machen uns fertig und dann geht's ab ins Dörfle. Und das ist jetzt das Thermalbad von Auledorf. Die Schippi trapiert sich. Das Thermalhotel. Und wir hoffen jetzt, dass wir da irgendwie zu Fuß ins Hotel Artus kommen. Und der Weg führt dann schön durch den Park. Richtig angenehm bei den Temperaturen. Und die Junge den Zweck entfremden. Schwimmbad. Aber wichtig, bitte keine Hunde baden lassen. Und weiter geht's an der Schlossbrauerei. Und die Braut. Schick. Und das sieht aus wie das Hochzeitsauto. El Dorado. Und da oben steht der Ritter Kunibert am Schloss oder was immer auch das ist. Und wir müssen jetzt noch bis danunter in die Sonne. Und dann muss irgendwo das Hotel Artus sein. Und dahinter ist dann der Ritterkeller. Hotel Artus. Der Keller. So innen sieht es schon mal sehr vielversprechend aus. Echt cool gemacht. Und jetzt gehen wir mal nuff noch in den Biergarten, weil wir sind noch ein bisschen zu früh dran.
Da wir jetzt ein bisschen zu früh dran sind, um 7 Uhr geht's los, jetzt ist gerade 6 Uhr, haben wir gefragt, ob wir noch irgendwo hinsitzen können. Draußen ist leider alles voll, Hochzeitsgäste, aber jetzt sitzen wir im Kaminzimmer. Guck dir mal. Und es gibt hier sogar einen Trinkbrunnen. Testen wir mal. Das ist ja witzig. Prost. Also ist echt wunderhübsch gemacht hier. Und nachher im Ritterkeller. Einwandfrei. Ja, dann ein guter Schibi. Jetzt sind die anderen gerade gekommen und haben Verkleidung mitgebracht fürs Rittermahl. Die spinnen. Die sehen ja so aus zum Beispiel. Jetzt hat er sich gebückt. Da ist der Nächste. Das hast du aber bloß an unserer Ritterrüstung erkannt. Das hat nicht einen. Ich hätte jetzt eher gesagt am Geruch, aber das ist ja... Ihr darf jetzt zuerst reden. Und noch was. Jetzt sind wir im Ritterkeller angekommen und das sieht so aus, Achtung, Schnips, und da fahren wir hoch. Jetzt sitzt nachher deine Frau auf dem Thron und du ihr zu Füßen und dann soll er noch mal auf den Thron. Oh, da muss ich auf den Thron. Ja. Hier sind dann die Behältnisse, wo es dann losgeht, da vorne war der Empfang. So. Wo dürfen wir hocken? Hallo. Oh, da geht's nachher los. So, das ist jetzt hier die Rittermahlkarte. Brauche ich noch nicht lesen, ich kann sie auch nicht. Und jetzt. Und was muss man jetzt sagen? Auf die Gesundheit! Auf die Gesundheit! Auf den Gefahr! Oh! Ich werde das Auf die Gesundheit. Ja, und zu unserer Zeit kannte man noch die Gabe des Teilens. Das heißt, jeder Zweite von euch bekommt ein Brot, bricht es und teilt es mit seinem Nachbar. Und ich möchte euch bitten, brecht das Brot auch in der Mitte auseinander, so wie ich es immer zu tun pflege. Damit auch jeder gleich viel davon erhält. Wie ihr euch zu benehmen habt. Wo ihr nicht gar fürchterlich bestraft werden wollt. Wenn ich die wäre, ich hätte nicht so laut frei, da holen wir es wieder viel. So war ich noch ein Zeichen für die Mannsbilder. Ein sehr, sehr beliebtes, denn es war das Zeichen dafür, dass sie bereit waren. Um ein kräftiges Handgeklapper für unsere allzeitbereite Jungfrau entnehmen sollten, nicht zu hart ausfallen zu lassen. Wir bitten auf die Gesundheit! Auf die Gesundheit! Amen! Amen! Schnelle, langsam, aber genüsslich hineingleiten. Thank you.
Auf die Gesundheit! Auf die Gesundheit! Auf die Gesundheit! So, so langsam neigt sich der Abend zum Ende. Wir haben es alle mehr oder weniger gut überlebt. Bis auf Chibi, die ist, glaube ich, irgendwie hängen geblieben. Guten Morgen. Jetzt haben wir schön gefrühstückt und uns verabschiedet von unseren Kollegen. Und jetzt sind wir ein Stückchen weitergefahren ans Seebad nach Pfullendorf. Da treffen wir uns nämlich mit einem anderen Kollegen, den ich schon seit 5 Jahren nicht mehr gesehen habe. Die sind zufällig in der Nähe. Und dann gehen wir quasi nach Pfullendorf ins Seebad. So stehen wir jetzt gerade auf dem Parkplatz. Und dahinter ist das Seebad. Das zeigen wir nachher. Da unten ist der Eingang zum Seebad Pfullendorf. Mit Spielplätzchen und Erlebnis-Dingsbums. Da vorne ist dann das Lukulum. Und dann gucken wir mal, wo wir da unterkommen hier. So, man muss hier dann eine Liegegebühr entrichten für 2 Euro. Und Sonnenschirm auch 2 Euro. So, jetzt haben wir uns schön platziert. Schönen Blick über alles. Und haben jetzt 6 Euro gezahlt quasi für den Schirm. Da drüben kann man nachher was trinken. Draußen gucken wir den Wakeboarder zu. Und so lassen wir jetzt den Sonntag noch ausklingen schön. Guten Morgen, liebe Chibi. Guten Morgen. Chibi ist gerade wieder aufgewacht. Nachdem wir jetzt hier noch einen schönen Nachmittag verlebt haben, mit meinem Ex-Kollegen, der gerade noch da war, haben wir noch schön geklönt über alte Zeiten und ein bisschen die Sonne genossen. Der ist jetzt vor einer Stunde gegangen, da hat Chibi nochmal Mittagsschläfli gemacht. Mhm. Ich auch noch ein bisschen. Und jetzt räumen wir zusammen und dann fahren wir heim. Und was wir letztes Mal vergessen haben, wollen wir eigentlich jetzt nachholen, beziehungsweise nicht vergessen. Deswegen tschüss sagen nämlich. Sagen wir euch jetzt tschüss. Ja. Danke, dass ihr wieder den Video geguckt habt und wenn es gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Okay? Bis zum nächsten Mal. Also, ich kann jetzt bloß nicht winken, weil ich mich abstütze. Winkst du mal? Ich wink. Also, Chibi winkt. Bis dann. Tschüss. Ciao.